Das ist wieder falsch. Aber ich kann euch zeigen. Guck mal, ich habe mit Katze wieder gespielt. Ja, ist ein bisschen zu hell, oder? Oh, Katze! Moment, Moment, Moment. Das ist nicht Isaac. Moment, Moment, Moment. Hier, das ist Isaac, oder? Läuft alles, läuft alles. Oh, hier ist was. Hier ist was nicht so richtig. Moment. Oh, sorry, sorry. Katze, ich wollte, die liegt da unten. So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. In der letzten Folge oder vorletzten Folge haben mir einige gesagt, ich soll mehr mit der Katze spielen. Aber das tue ich. Das tue ich. Trotzdem ist sie ziemlich komisch drauf. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit mit ihr spielen. Ich habe auch gelesen, einer hat seinen Job als Anwalt gekündigt, um mit der Katze mehr Zeit zu verbringen. Also, Tierliebe kann man auch ein wenig übertreiben, ne? Die können sich auch ein bisschen selber beschäftigen. Habt ihr das gerade gesehen? Die hat jetzt einfach nach hinten geworfen. Habt ihr das gerade gesehen? Die ist aber richtig zickig drauf, die Katze. Nito, hör auf damit. So, lass uns mal einen neuen Run starten, wieder per Random. Und schauen wir mal, was rauskommt. Vielleicht was Besseres als... Lazarus hatten wir auch lange nicht mehr, ne? Mit dem ist es ja sehr schön, direkt zu sterben. Ja, 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 ich höre dich, Nito. Range Up, nice. Direkt das hier geholt. Warte mal, hier gehen wir auch direkt rein. Lassen das hier sprengen. Haben hier direkt ein Herzchen. Und dann würde ich sagen, kratzen wir einfach mal direkt ab. So, komm. Zack, zack, zack. Und warte mal, wenn wir jetzt durchgehen. Ja. So, jetzt haben wir ein blaues Herzchen. Super, wir sind ein bisschen stärker jetzt geworden. Perfekt, perfekt, perfekt. Da ist auch ein blauer Stein. Alter, wie einfach den... Das wird einfach wieder zurückgeschoben. Mann, Mann, Mann. Ich will auf jeden Fall noch mehr Spielzeug bestellen. Die Katze hat auch einen Kratzbaum und alles Mögliche. Und ja, I can see forever. Super. Die hat auch einen Kratzbaum. Die hat ihr Lieblingsspielzeug. Aber ich muss da vielleicht noch mehr holen. Irgendwie so ein Wollknäuel. Nee, wie heißen die? Nicht Wollknäuel. Das ist ja das, was sie auskotzen, das Wollknäuel, oder? Das möchte ich jetzt nicht geben. Das andere. So, schauen wir mal. Was haben wir im Itemraum? Nein, 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 nein. Guck mal, der guckt das schon an. Lass es. Lass es in Ruhe. Lass den Greenscreen in Ruhe. Er hat nichts getan. Und wenn, dann weich ist. Okay. So, komm her. Das nehmen wir jetzt mit hier. Wir sind jetzt extrem langsam. Aber, hey. Scheiß drauf. Was nicht ist, das kann noch. Was ist das eigentlich für ein Item? Ist das eine Lampe? Ich verstehe nicht, was es ist. Da muss wohl jemand die Items erklären, was? Wie zum Beispiel ich. Kommt demnächst. Beruhigt euch. Demnächst kommt die Serie, wo Items erklärt werden. Demnächst kommt sie. So. Okay, warte mal, weiter geht's. Ah. Moment mal. Moment mal, ich bin Stumpy. Warum tue ich das nicht? Oh, fuck. Warum tue ich das hier nicht? Einfach drüber latschen. Wie ein Irrer. So, komm, das nehmen wir auch mit hier. Und warte mal, warte mal, warte mal. Hier einmal drüber stumpen. Hier drüber stumpen. Guck mal hier. Und hier. Warte mal, wo sind die blauen Steine? Keine Ahnung, warum ich das nicht getan habe. Fragt einfach nicht. Ich war gerade mit den Gedanken woanders. Okay. Da ist noch ein Stein. Perfekt, perfekt, perfekt. Ein wunderbarer Anfang. So. Ja, natürlich öffnen wir das. Und werden belohnt. Das ist gut, yeah. Wisst ihr, was ich jetzt auch wieder bereue? Dass ich auf Automaten wieder Geld rausgesprengt habe. Aber hey. Das kriegen wir wieder voll. Das kriegen wir wieder voll. Ich schwöre. So. Alles gut, alles gut, alles gut. Sehr schön. Unten rechts mal reinglupschen. Was es dort so gibt. Vielleicht noch ein blaues Steinchen? Nee. Leider nicht. Drei Schüsse brauchen wir für die Mistviecher. Für dich auch wahrscheinlich, oder? Du bist keine richtige Superform. Das war eine Fake-Superform. Ah, brennt das, Mann. Der ist voll aggressiv. Keine Ahnung, Mann. Ich dachte, wenn man ihn kastriert, ist er wenigstens ein bisschen ruhiger. Aber nein. Nein, nein, nein. Er ist immer noch voll auf Krawall gebürstet. Also würde man mich kastrieren, wäre ich voll lieb. So. Einfach aus Angst, dass es nochmal passiert. Deswegen. Ich könnte eigentlich in den Itemraum rein. Aber uns fehlt dann eine Münze. Naja, lass uns mal den Boss jetzt erstmal besiegen und hier unten reingehen. So, sag mal hier. Was haben wir hier? Wir haben Homing Bombs. Oh, auch gut. Sag ich nicht nein zu. Könnten manchmal ein bisschen stressig werden, wenn man einen speziellen Punkt sprengen möchte. Aber dass die Homing Bombs zum Gegner fliegen, das ist dann auch sehr nervig. So. Da, 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 da. Und rein hier. Hi. Gegen den ist es sogar ziemlich nice. Warte mal, gleich wenn zwei kommen. So. Ah, fuck, 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 fuck. Okay, einen erwischt. Einen erwischt. Und
Du müsstest auch das Zeitliche segnen. Sehr schön. Und hier helfen wir auch ein bisschen mit Bomben nach. Wow, ist der schnell. Sehr schön. Und jetzt das Ganze easy peasy angehen. Wobei, eigentlich kann ich alles wegstompen. Also komm her. Ey, Bombe, Bombe, Bombe. Ah, du hattest einen Job. So, immerhin haben wir jetzt 15 Münzen. Das war alles geplant, Leute. Das war alles geplant. Speed und Range Up. Speed ist ja sehr wichtig. Nice, jetzt unser Speed wieder da. Sehr schön. So, folgendes. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Shop doch noch rein. Und hoffen, dass wir dort vielleicht ein blaues Herzchen finden. Die Broken Stopwatch, die brauche ich nicht. Komm, dann nehmen wir das hier mit und spenden mal 7 Münzen hoffentlich. Komm schon, damit wir wieder... Nein. Oh, wie schade. Die Broken Stopwatch nehme ich jetzt auch nicht mit. Ich nehme lieber das hier mit, damit wir schön ganz viele Kisten öffnen können. Ja, ja, ja. Oh, nice. Ich wollte gerade sagen, eigentlich bräuchten wir noch 5 Münzen, damit auf der nächsten Ebene auch noch ein Arcade Room spawnt. Und da ist er. Also da sind sie. Die 2 Münzen. Super. Super, super. So, das ist natürlich jetzt hier. Haben wir so einen Raum und so einen Raum. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt oder nie. Ah, das ist natürlich jetzt richtig schade. Das ist natürlich jetzt richtig schade. Komm, wir nehmen dann das hier mit. So. Wobei, wir könnten erstmal damit rumlatschen. Erstmal Münzen spawnen lassen. Durch Schaden, den wir wahrscheinlich bekommen. Und ja. Da können wir uns nur... Ja, da geht's in die nächste Ebene. Schade. So, okay. Da ist immerhin der Itemraum. Und das Item darin ist hoffentlich ein Traum. Oh, warte mal, Münzen aufheben, wenn... Ach, Idiot. Schade. Ah, wir hatten den Mom's Bra-Effekt. Ein Segen ist das. So, Münzen nicht aufheben, Holly. Merkt ihr, Münzen nicht aufheben. Hör auf damit, nicht aufheben. So, auf dieser Ebene gibt es doch bestimmt auch irgendwo eine Leiter. Ja. Eine Bombe, super. Nervige Gegner, super. Nein, nicht aufheben. Mann, was ist los mit mir? Ich bin einfach zu gierig. Und diese nerven richtig. Oh, man. Jetzt hätte ich gern die Bombe oben gehabt, um hier einfach mal zu sprengen. Richtiger Bullshit. Sag ich dazu nur. So. Okay, her mit den Bomben. Die Red Candle, habe ich die schon gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder fehlt sie mir noch? Naja, egal. Werde ich ja noch irgendwann herausfinden. Oh, fuck. Was ist los? Vielleicht habe ich schon eine Isaac-Überdosis. So, weil ich gleich einen Versus-Run gegen den Zuschauer noch aufnehmen muss. Und weil ich schon eine Folge aufgenommen habe. Einfach ein bisschen vorproduzieren, will ich. Einfach ein bisschen vorproduzieren. Ja, da. Ich lern's nicht, ne? Ich lern's einfach nicht. Was ist los? Ich will einfach Münzen direkt aufheben. Ich verstehe selber gerade nicht, was los ist. So, komm, die machen wir alle kaputt. Und hoffen, dass wir hier den Stein haben. Super. 4 Damage, das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. So. Und nicht zu finden. Auf geht's. Was haben wir jetzt hier für einen Effekt? Oh, der abgetrennte Körper. Wow, du bist so am Arsch. Du bist so am Arsch. Eigentlich viel zu OP für dich, aber hey. Wir bekommen den Devil Deal, aber das Herz nehme ich nicht. Also die Spritze nehme ich nicht. Und wisst ihr was? Wir kriegen noch einen Devil Deal. Ne, wisst ihr was? Ich nehme das hier mit. Und ich nehme das hier mit. Und sind tot, wenn ich noch einen Fehler mache. Was habe ich getan? Ha! Da ist es wieder. Da ist es wieder. Unser Herzchen ist wieder da. Phew! Seht ihr? Genau deswegen habe ich die Spritze noch nicht mitgenommen. Habe ich Damage ab? Ich habe Damage ab. Super. Und Geheimraum gefunden. Komm schon. Ach, hebe ich auch, weißt du? Ist mir doch egal. So, ist leider kein Arcade Room gespawnt, ne? Das ist ein bisschen traurig. Ich weiß gar nicht, was ich mitnehmen soll. Den oder das andere? Ich glaube, ich nehme das hier mit. So, let's go. Einfach, weil ich zu faul bin, zurückzugehen.
So, ich bin gut beleuchtet, meine Schulter ist abgeschnitten. Egal. Natürlich sehr verlockend, ich kann gar nicht mehr vor Verlocktheit. Razorblade-Effekt macht uns stärker für einen Raum, wenn wir ihn einsetzen. Aber machen wir nicht. Erst wenn wir ganz viel Leben haben. Ganz, 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 ganz viel Leben. So. Ach ja, stumpen. Stimmt ja, da war ja was. War ich im Itemraum in der letzten Ebene? Ja, ne? Doch, doch, doch. Ach man, Kane's Other Eye. Das ist so ein Bullshit-Item. Keine Ahnung, ich hasse es total. Ich hasse es total. PhD. Sprengen wir Münzen raus? Nein, tun wir nicht. PhD. Sehr verlockend. Würde ich gerne holen. Würde ich gerne holen. So. Ich weiß gar nicht, gibt es auf jeder Ebene so ein, so eine Leiter nach unten oder Wand spawnen, die gibt es da irgendwie ein bestimmtes Muster? Das weiß ich noch nicht. Habe ich mich nicht so beschäftigt mit. Okay. So. Und da ist der Boss mit dem nächsten... Scheiße. Huh. Ein Treffer und ich bin weg. Und es ist er. Oh oh. Oh, war das knapp. Latchkey. Habt ihr es gesehen gerade? Man. Er ist vor mir gestorben. Ich habe schon mein Ende gesehen. Ich weiß nicht, ob er mir ein ganzes Herzchen abgezogen hätte oder ein halbes oder so. Das war knapp, Mann. Das war knapp. So. Zacki, zacki, Raum gehe ich immer noch nicht rein. Ist mir immer noch zu riskant. Aber wer weiß, was da auf uns wartet, ne? Vielleicht das Item. Vielleicht wartet auf dort das Item auf uns. Gott, hey. Einfach so im Zacki-Zacki-Raum. Geht das eigentlich? Ja, ne? Wenn auf der Ebene ein Angel-Deal ist, kann er das spawnen, oder? Ich weiß gar nicht. So. Latsch, 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 latsch. Das muss zerstören hier. Schade, dass wir keinen weiteren Devil-Deal bekommen haben. Ich könnte natürlich auf Angel Deals gehen, aber hey, das ist mir jetzt gerade sowas von egal. Dieser komische Gottcopter. So, eine Münze. Gut. YOLO Mode Dolo. Vierzehn Münzen, deswegen habe ich es getan. Ich weiß, das war jetzt sehr viel Leben verschwendet, aber hey. Wir haben jetzt 14 Münzen. Jetzt brauchen wir noch eine Münze, da kann ich mir PhD holen. Und PhD hätte ich irgendwie gerne. PhD hätte ich irgendwie gerne. So. Sensen are beautiful. Ah, wir bekommen nichts. Das heißt, ich muss mir noch einmal Schaden machen. Danke. So, jetzt können wir uns PhD holen. Immerhin. Ich will PhD haben, keine Ahnung. Irgendetwas treibt mich dazu, PhD haben zu wollen. Und ich hol's mir jetzt. Wir kriegen auch eine Pille, die ist gut. Full Health. Das bringt mir nicht so viel. Warte mal, vielleicht könnten wir den hier sprengen und der droppt dann 5 Münzen. So, hätte ich das andere mitgenommen, ne? Hätten wir daraus vielleicht sogar 4 machen können, wenigstens. Okay, gut, 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 gut. Wir haben eine Full Health Pille, die uns so gut wie gar nichts bringt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Greenscreen ist intakt. Gut. Let's go. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Wird wieder ein interessanter Run. Habe ich das Gefühl. Komm, das machen wir. Nicht so gut. Lohnt sich auf jeden Fall nicht wirklich. Heieiei. Go, 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 go. Okay. Mega Maw, mein Lieblingsboss, der mich hoffentlich jetzt nicht bestraft. Okay. Meine Liebe zu ihm wurde nicht bestraft. Gut. Weiter, weiter, weiter. Curse of the Darkness haben wir. Oder Curse of the Lost ist das ja. Ja.
So. Oh, fuck, fuck. Ich bin Stumpy, ich bin Stumpy, ich bin Stumpy. Ich darf da nicht rüberlaufen. Ich bin Stumpy. Das darf ich nicht vergessen. Oh, da war ein goldener Kackhaufen. Gar nicht gesehen. So, das darf ich aufheben. Super Form! Immer schnell zuerst töten. Ey, ein Herz nur noch. Ich fühle mich wie The Lost gerade. Ein bisschen. So, jetzt hätte ich gerne den Shop mit blauem Kätzchen. Super Form. Blaue Herzchen, irgendjemand, bitte? Schade, ich dachte, er droppt vielleicht. Ah! Oh, man! Hör auf damit! Tu sowas nicht! Zum Glück schießen die noch nicht. Zum Glück schießen die noch nicht, Mann. Das wäre jetzt was geworden. Das wäre jetzt was geworden. Das wäre sonst was geworden. Okay, weiter, weiter, weiter. Da kann auch ein blaues Herzchen drin sein, hey. Vielleicht ist das Glück mit uns gerade. Spannend, spannend, spannend. Oh, oh. Eine Bombe. Eine Pille. Kann die nicht ankommen. Oh, Stumpy, ich bin Stumpy, ich bin Stumpy. Und da sind Pilze. Und das wäre sehr schlimm, wenn ich an einem Pilz sterbe. Ja, ja, das wäre sehr schlimm. So. Okay, cool, 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 cool. Ist hier irgendwo der Shop? Da oben? Nein. Oh man, Fledermäuse. Ha, das hat sich gut angehört. Wie aufgeplatzt sind. Shop. Kein Shop. Oh man. Gimpy. Sweet suffering. Ich will aber einen Devil Deal. Warte mal, wir könnten uns auch so ein blaues Herzchen geben, aber ich zeige euch gleich, wie ich das meine. Aber erstmal suchen wir mal nach dem Shop, falls es nicht gleich zu spät ist. Sehr gut. Wo ist der gottverdammte Shop? Das ist nicht der gottverdammte Shop. Okay, warte mal, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück zu der Blutspendemaschine. Und probieren mal was. Oder warte mal. Random Dinger, ich hasse dich. Shop. Greed! Erst mein Ende, erst mein Ende, erst mein Ende, erst mein Ende. Klatscht in die Hände für mein Ende. Oh man, Greed, natürlich kommt Greed. Zu viele Shops geöffnet, ne? So, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, Mann, Mann, auf damit. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Okay, pass auf, so viel Kohle, ey. Pass auf, wo ist diese Blutspendemaschine gewesen? Hier rechts oder nicht? Nein. Wo war die? Okay, das ist ein Herz. Das ist schon mal sehr nett. Das ist eine Münze. Schon mal auch sehr nett. Das Teil kann explodieren, deswegen habe ich ein bisschen Angst vor. So. Komm schon, drop mir ein blaues Herzchen. Alles ist gut. Die Welt ist wieder in Ordnung. Ein blaues Herzchen nur. Ein blaues Herzchen. Ein einziges. Und die Welt ist wieder in Ordnung. Oh, es wird ziemlich dunkel, oder? Ah, die Beleuchtung ist wieder für den Ass. Ach, warte mal, vielleicht einfach mal die Lampe anmachen, auch wenn es Tag ist. Ne, das bringt ja auch gar nichts. Oh man. So. Der grüne Schimmel zeigt sich. Der grüne Schimmel zeigt sich.
So. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Herzchen. Das ist schon mal sehr schön für Gimpy. Wow, was gegen gerast. Was eigentlich ganz okay wäre. Das darf nur keine Superform sein, in die wir rasen. Okay. So, wo ist dieser blöde Automat gewesen? Warte mal. Da ist er. So, wir haben ja Gimpy, deswegen. Ah, ich will nur das halbe Herzchen aufheben. Warte mal. Gimpy droppt ja ab und zu mal blaue Herzchen. Ich weiß nicht, ob nur bei Gegnern oder auch so. Vielleicht beißt sich das auch mit den Münzendingern, die ich da bekomme. Warte mal. Okay, jetzt sind wir hier gerade voll am Struggeln. Voll am Struggeln, yo. So, komm her. Ja, wenn eine Fliege spawnt, kann ich ja mal gegen rasen. Da. Weil die machen keinen Schaden. Hä? Einlass. Ich weiß, dass die blaue Herzen droppen können. Ich weiß es. Ah, vielleicht brauchen wir auch ganz viel Faith ab oder sowas. Okay, Gimpy gibt anscheinend nur etwas, wenn wir Schaden bekommen haben. Von Gegnern. Ein halbes Herzchen. Tut mir leid, das müssen wir jetzt tun. Tut mir leid. Komm, PhD haben wir auch. Vielleicht so eine schöne Pille. Den Boss haben wir auch noch nicht besiegt. Das wird auch ein Erlebnis. Oh, man. Oh, man. Komm schon. Ich würde gerne vorspulen, aber ich, leider bearbeite ich die Videos nicht. Ah! Ihr könnt ja vorspulen. Kann mal ein bisschen vorspulen. Irgendwo werde ich es schon schaffen. So, oder fertig sein. Dauert zwar ein bisschen, aber irgendwann werde ich fertig sein. Geht doch. Geht doch. Kurz vorm Ende nochmal. Super. Und jetzt droppt er auch noch so eins. Das gibt's doch nicht. Ha, da hat sich das gelohnt, ey. Da wurden wir belohnt. Da wurden wir belohnt. So. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei blaue Herzchen. Das ist schon mal prima. Wir hätten nochmal spielen können. Aber erstmal, warte mal. Wo war nochmal der Boss? Wo war nochmal der Boss? Hier unten irgendwo, ne? Irgendwo hier so nach... Ne? Hier irgendwo? Ja, ja, ja. Jetzt nach unten gleich. Nein. Hä? Warte mal. Oh Gott. Hör auf damit, Mann. Da kannst du gerne sprengen. Der war doch irgendwo dann nach unten. Dann war es hier. Nach unten, dann nach rechts und nach unten. Ja, das muss es sein. Da ist er. Gut. Hallo, Herr Boss. Sie fressen nun mein Sensengeschoss. Sehr gut. Und wir bekommen ein Damage-Upgrade. Nice, nice, nice. So, wir sind wieder voll im Rennen. Wir sind wieder voll im Rennen. Hey. Das hat sich gelohnt, Mann, seht ihr? Immer schön das Beste aus der Ebene machen. Oder vielleicht vorher nicht so viel Leben verlieren, ja? So. Kein Fluch, das ist schon mal ein Segen. Eieiei. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen in den Zacki-Zacki-Raum, einfach weil wir Gimpy haben und dann vielleicht ein Herzchen gedroppt bekommen. Oder sowas hier. Super. Oh! Hauptsache Schlüssel geholt. Die Münzen könnt ihr behalten. Die Münzen könnt ihr behalten. Hoppa. Oh Gott. Hab ein bisschen gestampft. Tut mir leid. Das passiert im Alter. Das kann man nicht mehr kontrollieren. Da stampft man einmal aus Versehen. Dankeschön. Oh, Black Lotus wäre jetzt sowas von sexy. Damit wir das auch schon mal von der Liste streichen können. Damit wir das auch schon mal von der Liste streichen können. So. Okay, nicht zu finden. Weiter. Da ist der Itemraum. Ja.
Oh, Pin. Zack, drei Stück sind es sogar. Hallöchen. Hallöchen. Wisst ihr, wenn wir jetzt das Herz finden, das hinter uns herrast, ne? Dann sind wir, glaube ich, unsterblich. Wir können den Razorblade-Effekt so oft einsetzen, wie wir wollen, oder nicht? Oh, sieh an, wen wir hier haben. Sieh an. Damit könnte man einen Gamebreak machen, aber zunächst müssen wir ein paar Räume finden, die sich dafür anbieten. Und zwar Spielräume, aber wir sind jetzt in Necropolis 1, da droppt, da spawnt keiner. Dann nehme ich ihn, glaube ich, mit für die nächste Ebene. Na gut, scheißen wir auf den Razorblade, wir sind eh schon stark genug. So, dann pass mal auf, dann nehmen wir das jetzt mit. Und machen gleich einen klitzekleinen Gamebreak. Oh, guck mal hier. Ja. Luck up. Gut, so. Ach, die Bombe wollte ich mitnehmen. Ja, die sind schnell. Die sind schnell. Hilfe. Hilfe. So. Oh Gott, perfekt. Piercing Shots haben wir, also es ist nicht so ein großes Problem, aber trotzdem sehr nervig. Bye bye. Pentagramm. Nutzlos. Nee, dich nehme ich nicht mehr, tut mir leid. Kein Interesse. Ist schon bei 23 Minuten. Wie kommt das denn bloß? Eigentlich könnten wir schon in die nächste Ebene. Eigentlich. Aber. Ich will auf jeden Fall 5 Münzen behalten für den Arcade Room, der spawnt hoffentlich. Ich hoffe, es spawnt kein Buchraum. Jetzt bin ich doch froh, dieses Trinket hier mitgenommen zu haben, weil so bekommen wir halt noch mehr Münzen, die auf den Boden droppen und die kann man nochmal rerollen. Das finde ich sehr schön. Und wir haben Gimpy. Auch sehr schön. Naja, das nehme ich nicht mit. Brauche ich nicht. Huah. Upsi. Nochmal rerollen können, aber Tour of Hearts ist ganz gut eigentlich, aber, ne. So, pass mal auf, weiter geht's, komm. Wir versuchen mal alles aus der Ebene rauszuholen, auch aus dieser hier. Hier vielleicht ein bisschen sprengen. Ach, wieso sprengen, Mann? Da einfach rüberlatschen, Harley. Denk mal darüber nach, du Idiot. Yep, nehmen wir mit, die Münzen. Das kommt sehr früh, muss ich schon sagen, Mann. Am Ende der Ebene. Gut. Perfekt. Weiter geht's. Lazarus, du siehst gar nicht mehr aus wie Lazarus, Mann. Ich erkenne dich nicht mehr wieder. So. Dann werden wir versuchen, Gamebreak zu machen. Ich werde wahrscheinlich sehr viel Leben verlieren. Warte mal, aber eins können wir kaufen. Hauptsache, wir haben 5 Münzen für den Arcade Room. So, let's go. Wusch. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Curse of the Ding ins Kirchen. Curse of the was? Ups. Curse of the Maze. Ah, nicht dieser Schissel. So. Hauptsache Arcade Room spawnt. Da können wir was Lustiges vielleicht machen. Ganz vielleicht, wenn ich es hinbekomme. Da ist der Arcade Room. Hey. Da ist doch ein Herzchen, das ist auch sehr wichtig. So, und es ist der richtige. Sehr schön. Ach, wir können 2-mal dran spielen, ne? Stimmt ja. So, 2-mal dran spielen. Oder doch nicht. Aber wir kriegen ein blaues Herzchen wieder. Verdammt nochmal, jetzt dürfen wir nur die Herzen nicht aufheben. So. Nein. Ich meine, das Geld nicht aufheben. Schade.
Schade, 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 schade. Job dir vielleicht was, sonst werde ich ganz wütend, wütend, wütend. Schlüssel, okay, die bra- oh, das hätte ich auch nicht aufheben müssen. So, du vielleicht noch was? Pille, full health. Genau. Oder Tour of Hearts, das macht doch... Ach, das multipliziert. Ich dachte, das droppt Herzen. Ich dachte, das droppt da Herzen. So, pass mal auf. Hätten wir das hier schon mal. Gut, gut, gut. Vielleicht finden wir noch irgendwelche coolen Karten, wie zum Beispiel noch eine Donation-Dingsbums. Und dann könnten wir da wieder ein bisschen rerollen. Oh, Hallöchen. So, zeig mal hier, was hast du hier? Den Schwarzmarkt. Mhm. Was Gutes? BFF. Hm. Kompass. Oh, Black Candle. Boah, das ist jetzt ein bisschen... Health up. Okay. Na, was gibt's sonst? 48 Hour Energy vielleicht? Luck up. Okay, warte mal. Komm. I found pills. Schade. So, lass uns mal die Black Candle auf jeden Fall mitnehmen. Dich auf jeden Fall. Und ich würde sogar sagen, das lassen wir jetzt erstmal. BFF brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe ja keine Kollegen. So, das hier nehmen wir mit. So, genau, 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 genau. Und eine Karte. Na super, jetzt haben wir Kompass und Karte. Sehr schön. So, jetzt aber nicht weitergehen. Gott, das wird eine lange Episode, ne? Ich hoffe nicht zu lang. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt irgendwelche coolen Karten finden oder sowas. Noch eine Temperance-Karte wäre ziemlich cool. Da müssen wir aber schon ganz lucky sein. Ganz, ganz, ganz lucky. Nee. Nee, nee, nee. Gleich. Money equals power auch noch. Oh man. Ja, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Das heißt, demnächst müssen wir ein bisschen Geld sparen. So, sag mal her. Gar nichts. Gut, gut, gut. So, lass uns mal eben rerollen gehen, ne? Lass uns mal eben rerollen gehen. Und wir haben jetzt auch ein bisschen Kohle. Können wir an den Typen spielen und vielleicht droppen die auch noch ein paar Münzen oder sowas. Und dann hoffen wir auf goldene Kisten. Die schöne Items für uns haben, hoffentlich. So. Vielleicht noch ein paar Batterien. Ja, es macht mir Schaden. Und bye bye. Gut, dann lass mal machen. Lass knacken. Eine Kiste. Leider ist aber nichts drin gewesen, so das lassen wir jetzt wieder liegen. Appa, appa, appa. So, da können wir jetzt nochmal hin, wenn wir nochmal rerollen können. Ach, warte mal, ich kann ja auch rerollen eigentlich. Das zieht nur zwei Herzen ab. Das ist schon bitter. Schon sehr bitter. Judgment, okay. Das hier ist full health, genau. Boah, ich lebe mich von hier. Sehr schön. Da ist noch ein blaues Herzchen, das hätte ich gerne mit. Genommen. Noch ein blaues Herzchen. Ah, Mist. Das hier nehme ich mit. Fuck. Kür auf Thorn. Nice. Das würde ich gerne irgendwo anders ablegen. Scheiße. Da haben wir leider nichts. Die Zecke. Vielleicht sollte ich auch ein paar Schlüssel mitnehmen, bevor wir keine Kisten mehr öffnen können. Was haben wir hier? Der Hangman des Stars. Full health. Mhm, mhm, mhm. Explosive Diarrhea. Schlüssel nehme ich mal mit. Habe ich irgendwo noch ein Trinket rumliegen? Nein, ne? So, dass ich das irgendwo retten kann? Warte mal. Ich will das Curve Thorn retten. Es ist meine Aufgabe, das Curve Thorn zu retten. Verdammt nochmal. Ach, warte mal, ich kann es einfach ablegen, verdammt nochmal. Hallo, wir sind in Rebirth. Echt doof. Jetzt muss ich aber den. Jetzt muss ich ihn aufladen, weil ich kann den Stecker nicht mehr einsetzen da, weil wir eine Batterieaufladung haben. Das geht ja nur, wenn keine da sind. Sehr schön, Kohle, die wir mitnehmen können. Oh, Jera, Abundanz! Eine Batterie haben wir ja auch noch. Nehme ich mir das hier. Sehr gut, Leute, die Folge wird sehr lange gehen, ey. Scheibenkleister. Ich hoffe, wir schaffen es nochmal aufzuladen, weil sonst haben wir ein Problem. Müssen wir Batterie kaufen. Eins. Ah, oh, schaffen wir nicht mehr aufzuladen. Jetzt weiß ich aber nicht, was schlauer wäre. Soll ich erst alles duplizieren und dann rerollen oder erst rerollen und erst die Kisten duplizieren? Ne, ich glaube, ich dupliziere erstmal, ne?
und danach erstmal duplizieren, genau. Haben wir mehr Items und die werden wir dann schön rollen. Ah, ein Raum hat gefehlt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn ein Raum fehlt. So, pass mal auf. Batterie holen. Ist das hier vielleicht eine Fortier? Na, ich kann das. Die ist einfach Pilz. Schade, schade, schade. Okay, so. Let's go. Jetzt gehen wir da unten wieder hin mit der Jarrah. Duplizieren wir einfach mal. Wir können sie auch behalten für später. Aber hey, wenn wir da unten schon so viel haben, lass mal knacken. Lass mal knacken. So, hier noch ein bisschen rüberstampfen. Zack. Oh, was haben wir hier? Hero Front. Spring. Gut. Kann man auch auf dem Rückweg mitnehmen. So. Da ganz unten war das. Ich hoffe, das wird wieder keine 1-Stunde-Part oder sowas. Ich keinen Bock drauf. So. Dann lass uns ihm erstmal ein bisschen Geld geben. Der gibt uns aber nichts. So, pass auf, pass auf, pass auf. Was haben wir hier? I can see forever. Könnten wir mal einsetzen. Vielleicht finden wir da noch eine Batterie drin. Das war Explosive Diarrhea. Zecke. Okay, das heißt jetzt einmal duplizieren. Und reroll. Schlüssel nehme ich mit, Schlüssel nehme ich mit. Die Kisten will ich öffnen. Schade. Ab, ab, ab. Mhm. Könnten wir gesprengt. Baba. Das ist alles Explosive Diarrhea. Ich würde gerne an die Kisten daran kommen, da hinten. Was haben wir hier? The Fool. Okay, pass auf. Muss ich etwas weg... Muss ich etwas mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Da ist der Kackhaufen. Einfach alles rerollen nochmal, ne? Alles rerollen, oder? So sieht's doch aus. Ja, vielleicht die Schlüssel mitnehmen. So ein paar. Explosive Diarrhea. Oder komm, wir geben dir mal was. Na gut, dann lass uns mal hier alles kurz in die Luft jagen. Oh, da ist noch eine goldene Kiste. Hab ich gesehen, seht ihr? Da war noch eine goldene Kiste, die... Oh, ich heb so viele Sachen auf. Egal. Egal, egal, egal. Einmal aufladen. Hier haben wir noch mehr Herzchen. Super. Und goldene Kisten, die hoffentlich mal Items für uns haben. Warte mal, die Batterie da unten ist auch sehr interessant. Immer noch keine Items für uns. Oh, unendlich Schlüssel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. I can see forever nochmal. Wir müssen eigentlich auch die Kisten aufheben. Was passiert, wenn wir Chariot einsetzen? Reroll mal. Wenn ich jetzt Chariot einsetze. Ah, es geht. Ich dachte, ich kann mich dann... Ah, natürlich will ich Boxbrain. Ich dachte, ich kann mich dann... Also kann sehr oft den Würfel aufladen. Aber falsch gedacht. Halt ab. So. Da oben ist noch eine Kiste. Oh, ein Kapital, okay. Einsetzen. Was haben wir hier? Two of Diamonds, okay, cool. All die blauen Herzchen muss ich aufheben eigentlich. Sehr gut, und da ist noch eine goldene Kiste, die ich mir holen möchte. Hier müssen wir jetzt uns durchmogeln. Eieiei. Bloody Penny. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin sehr unerfahren eigentlich im Game Breaks. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber durch das ganze Geld werde ich jetzt auch... So. Ich muss jetzt noch ein paar mehr, blaue Herzchen finden hier. Da oben ist eins. Eieieiei. So, ich will die blauen Herzchen haben. Gib mir die blauen Herzchen. Auf Spades. Richtig gut, dass wir jetzt unendlich einen Schlüssel haben. Könnten auch mal ganz kurz in den Devil Deal. Oben. Eieieiei. So, jetzt könnten wir noch mal. Was haben wir hier oben? Da ist nur Championship. Joker. Lass uns mal ganz kurz Joker-Karte einsetzen. Oder oben ist noch einer. Eine goldene Kiste. Was war das hier? Speed up. Nein, das will ich nicht. Okay, warte mal. Joker-Karte. Ja, lass uns das hier mitnehmen. Ich hab keinen Bock auf Gabi, ehrlich gesagt, deswegen. Eieiei. The Town, hier haben wir Suicide King. Wir könnten einmal stellen. Ah, hätte ich jetzt Gabi doch mitgenommen. Hätten wir uns das einmal, können wir uns einmal umbringen. Aber hätten, vielleicht wäre es auch ein Fehler. Die schwarzen Herzen will ich mithaben. Aufladen. Hier haben wir Suicide King. Joker-Karte. Warte mal, da sind noch mehr Sachen. Justice. Ah, die rote Kiste da oben. Warte mal, Range Up. Eieiei. Nochmal Joker-Karte. Ja, das mal einsetzen, oder? Also hier, das jetzt. Und aufladen. Nein, ich will nicht die Zecke mitnehmen. Komm schon, gib mir mehr Items, mehr Items, mehr Items, noch mehr Items. Oder Herr Wappeln, wie sehen die nochmal aus? Wieder. Wieder. Eieiei. Jetzt kommen wir da oben an wenigstens. Was haben wir hier? Racker. Gut. Und einsetzen. Autsch, das hat wehgetan. So. Der will uns nicht die ganzen Items geben in den goldenen Kisten. Der Arsch.
Cash will uns die Items nicht geben. Okay, ich hab Angst, dass hier was sehr Wichtiges wegrolle, aber egal. Okay, vorne liegt ja noch da oben. Eieiei, aufladen. Nee, nichts, nichts, nichts. Oh, Helfer, komm hier mal. Moment, ich hol mir doch mal das Kapital hier. Wo ist Polyphemus und sowas? Das will ich alles haben. Dann lassen wir jetzt nochmal einsetzen. Card Against Humanity, nein. Oh. The World, Helfer. Yay, Pandora's Box. Setzen wir einfach mal ein. Hab noch mehr Sachen gedroppt, die ich nicht aufheben möchte. Eigentlich, aber die sind alle im Weg. Jetzt verliere ich langsam die Übersicht. Ich will nur nicht Box Brain sehen. Heute mal nicht. Oh yes, Cricket Set. Super. Ah, ich habe einige Kisten nicht geöffnet, ich weiß. Resistance haben wir hier. Aha. Okay, blaue Herzen muss ich aufheben. Nicht vergessen, die blauen Herzen aufzuheben. Abel! Unbelievable Abel! Fake! Fake, meinte ich. Ist ja alles das Gleiche. So, aufladen. Was haben wir hier noch mehr? Komm schon, gib mir Items, Items, Items. Da, Go-Tat haben wir. Super. Nochmal reroll. Wie lange haben wir schon? 41 Minuten. Holy moly, ich werde, glaube ich, den Part aufteilen. Ich werde den Part aufteilen müssen. Aufladen. Reroll. Leben aufheben. Nice. Und Stats up. Bin gespannt, wie unsere Trainer am Ende aussehen werden. Noch werde ich sie nicht öffnen. Autsch. Alter, perfekt, Mann. Perfekt ist dieser Run. Aufladen, aber ich darf jetzt auch nicht die ganzen blauen Herzchen nicht aufheben. Range up. Oh, ich hab Bob Frame mitgenommen, ne? Oh, Cancer ist da hinten. Ne, dann nehme ich aber lieber Curve Thorn mit. Ganz ehrlich. Ich hab mir Bob Frame mitgenommen. Schade, schade, schade. Ist das Temperance? Cool. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, was ich hier noch machen kann. Was haben wir hier? Vision. So, jetzt erstmal vielleicht. Reroll. Herz mitnehmen. Autsch. Nochmal Bob Sprain. Alter, wir können nochmal Bob. Hä? Zweimal Bob Sprain haben wir hier. Okay, das ist ja witzig. The Hermit. Wichtig sind mir die blauen Herzen, damit wir nicht abkratzen hier. Two of Clubs. Okay. Da oben hat sich einer versteckt. So, und einmal. Rerollen. Oh, da ist der Kackhaufen. Der Holy Kackhaufen. Oh, warte mal. Nein. Hier, das hier. Das macht Spaß. Aber es dauert sehr lange. Ich weiß, da ist die Zecke. Will ich nicht mitnehmen. Ich will die Zecke nicht mitnehmen. Nein. Oh, verdammt, ich hab ein böses Trinket. Gerabudanz, Alter. Das setzen wir gleich mal ein. Warte mal, wir setzen erstmal hier folgendermaßen ein. Ist da unten noch mit? Oh, pass auf. Wir nehmen das jetzt mit. Duplizieren einem, also nee. Würfeln die neu. Duplizieren das noch einmal. Jetzt werden wir 100%ig die Zecke aufheben, ey. Scheibengleister. Two of Diamonds brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ach du Scheiße. Wo ist mein Würfel hin? Da ist er, da unten. Rerollen. Nein. Ich darf nicht zufliegen. Haben wir die Zecke aufgehoben schon? Nein, noch nicht. Aber die Items, wir bekommen so selten die Items gedroppt in den Teilen. Da haben wir einmal Capricorn. Sehr schön. So einfach geht ein Gamebreak anscheinend. Toll, ich hab's ganz alleine bekommen. Oh, Judas Shadow haben wir. Ja, machen wir mit. Jetzt haben wir natürlich nur diese blöde Katze. Was haben wir hier? Genau, Leaf. Super. Was haben wir hier nochmal, Jara? Abundanz? Nee. Vielleicht schießen wir mit unseren Tränen oder vielleicht erst in der nächsten Folge. Muhahaha. So. Da ist unser Würfel. Ich will Megatränen haben. Da bräuchten wir noch mehr Polyphemus und sowas, weißt du? Wo sind die Sachen? Die fehlen mir ein bisschen. Flups. Watchout, nice. Das ist das, was ich sehen will. Da oben sind noch Kisten. Rainbow Baby. Kommst natürlich mit, Mann.
So, oh, gib mir den Fuß. Das ist gar nicht gut. Ah, 47 Minuten schon. Scheiße. Was haben wir hier? Nochmal Berkano. Komm schon, ich will aber nochmal alles duplizieren. Mit den ganzen roten Herzchen kann eigentlich nicht mehr schief laufen. Liegen ja genug rum, die ich aufheben kann. Dann nochmal einsetzen. Was? Ach, ich hab einen goldenen Schlüssel aufgehoben, okay. Wieder haben wir einmal und aufladen und go! Ach, jetzt klaut er mein ganzes Geld hier, der Penner. Scheiße, wir haben den Bettler aufgehoben. Ist nicht so gut. Ich hab jetzt meine ganzen Sachen hier rumliegen. Nein. Du Arsch. So. Nein, ich will dich nicht einsetzen, ich will das hier einsetzen. So, wir? Ja, aber dann, ach, hätte ich später einsetzen müssen, scheiße. Heilige Mama! Nochmal den Kack auf, warte den schon mal. So, warte mal, beruhig dich, haben wir hier nochmal Jarabudans? Was ist das hier? Ach, das ist hier zum Rerollen, ne, der Items. Warte, wo ist das? Da ist es. Da kann ich Items rerollen, super. Was ist das hier? Mercano, okay. Hallöchen, ne, hier haben wir nichts verloren. Sind wir schon Gappi? Anscheinend schon, ne? So, das Sun haben wir, ich weiß nicht mehr, wo die Karte ist und ich weiß nicht mehr, wo mein Detail hier ist. Wo dieses, Potato-Teil ist. Da ist nochmal Curve-Torn, super. Da ist es. Warte mal, nimm das hier mit. Nein, nimm das hier mit. Nein, nimm diese Rune mit und... Oh. Damit Technology. Ich weiß nicht, ob ich es mitnehmen will. Oh, die Schere, warte, muss ich noch mitnehmen, glaube ich, oder? Einmal mitnehmen kurz. Ich glaube, die haben wir noch nicht gefunden. Ja, das haben wir schon eigentlich. Und die Vor haben wir auch noch. Oh, die sehen gar nicht so groß aus, unsere Fans. Eieiei! Einsetzen. Ich will nicht den Laser mitnehmen, ehrlich gesagt. Wobei doch, wir schießen und wir kommen trotzdem, ne? Also wir können ja trotzdem danach, wie heißt es? Tränen schießen, ne? Ja, nur ein bisschen langsamer. Oh, hier haben wir einmal... Cancer? Ah, die geben uns keine Items, verdammt nochmal. So, ich würde sagen, wir hören jetzt auf, oder? Wahrscheinlich haben schon viele die Schnauze voll hier. Die haben wahrscheinlich schon die Schnauze voll. Hey, das ist aber ein ganz natürlicher Gamebreak geworden. Freut mich ein wenig. So, der räumt jetzt hier auch schon ein bisschen auf. Es sind immer weniger Items, sehr schön. Oh, Blank Card. Natürlich auch sehr sexy. Ist natürlich auch sehr sexy. Oh man! Set Bombs, nice, nehme ich mit. D20. Den Geist nehmen wir mit. D20, da ist der. Die Vor können wir auch einsetzen, aber nee, da sind die ganzen Items weg. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Hauptsache zweimal Boss Spray, ey. Würde ich sagen. So ein Gamebreak bietet es doch irgendwie überhaupt nicht an für so ein, für ein Let's Play Part, oder? Helper. 10 Bomben, super. Die brauche ich auch. Was haben wir hier? Spoonbänder, super. Aber wo sind die großen Kaliber? Hier, Polykibis und sowas. Die hätte ich gerne. Destruction. Ah, Glas repariert. Ah, Glas räumt auf. So. So, wie oben? Na, das da will ich haben. Nimm es. Okay. Oh Gott. Weiß nicht, was ich tun soll hier. Aber irgendwie will er mir keine Items mehr geben. Würde ich sagen, scheiß drauf, oder? Ich nehme mit, komm schon. So. Sehr gut.
Ich überlege gerade, die Folge wirklich zu schneiden. Ich glaube, das wäre sehr schlauer, also zu beschleunigen vielleicht. Da-da-da. $3 Bill, weiß nicht, ob ich das mitnehme. Habe ich ehrlich gesagt eher nicht. Also keinen Bock drauf. Immer random Tears. Werde ich aber wahrscheinlich aus Versehen mitnehmen. Hier noch ein bisschen. Aber wo ist der Polyphemus? Wo ist der Polyphemus? So. Gleich hätten wir es, gleich hätten wir es hier. Demon Baby nehmen wir auch mit. Change haben wir hier. Zack. Guck mal, haben wir die jetzt geändert? Da oben Harlequin Baby und so, nehmen wir alles mit. Gravity Tears nehmen wir auch mit. Ich sehe schon wieder mein D20 nicht. Ach, guck mal hier, Mauder, wieder. Wo ist mein D20 hin? D20? Was ist das hier? Purity, wo ist mein D20 hin, verdammt nochmal? Hab ich ihn geweckrollt? Ich Idiot. Ich hab aus Versehen gererollt. Mit diesem Change, ich dachte, ich hab das Item. Also, ich dachte, ich hab. Oh, man. Jetzt hab ich auch noch Charles Hart mitgenommen, was geht denn ab mit mir? So, Harlequin Baby. Da ist uns nichts. Game Break vorbei, durch einen Fehler. Und wir haben leider nicht Polyphemus bekommen. Aber hey, wir sind erst auf Nikopolis 2. Okay, doch, schon sehr spät. Scheiße. 56 Minuten. Tut mir leid. An alle, die nicht auf Game Breaks stehen, aber hey, ich find's sehr sexy. Gut, dann lass mal Megasatan vielleicht besiegen. Unsere Tränen sind jetzt ziemlich mächtig, weil die, bouncen. Ach ja, wir haben diesen blöden Laser, stimmt ja. Ah, ist ärgerlich, dass wir jetzt aus dem Single Reroad haben. Naja, gut. Lass uns mal Curved Horn suchen. Hä, was ist jetzt passiert? Achso. Money kurz Power haben wir auch. So, jetzt haben wir es natürlich gereroad. Oder ich war einfach zu blöd und es liegt da und ich sehe es nicht. Naja, genug auf jeden Fall. So. Wir sind auf jeden Fall Guppy. Was soll da schon schief laufen? Was soll da schon schief laufen? Eigentlich traurig, dass wir Guppy sind. Ich will nicht Guppy sein. Die Bibel, hey. So, dann lass mal kurz den. Ach, dann guck mal, wie das aussieht. Cool. Leider werden wir es nicht sehen können in Action. Weil die Maus tot ist. Eieiei, die Bomben sehen ziemlich cool aus. Ich würde sagen, lass uns mal. Ach du Scheiße. Lass uns mal. Doch, ich will hier hin. Geil, ich noch mehr Kisten. Gut, Freunde, ich würde sagen, für heute war es erstmal. Wir machen morgen weiter mit dieser Folge. Eine Stunde, zwei. Ach du Scheiße. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hab's wahrscheinlich beschleunigt und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. So, Freunde, da wären wir wieder zurück beim zweiten Teil des Runs. Oder vielleicht schneide ich auch alles zusammen. Ich weiß nicht, wie es ist. Wir haben ein bisschen gefailed. Wir haben aus Versehen unseren Würfel gererollt, was vielleicht einige übel genommen haben. Wahrscheinlich, ich habe den Part auch noch nicht hochgeladen. Aber naja, ich habe jetzt schon alles vergessen. Wir haben auf jeden Fall solche Bouncy-Dinger und wir haben Double-Bob-Sprain. Double-Bob-Sprain. So. Und? Hä, wir sind Dieben gestorben. Und ach nee, wir sind gar nicht Guppy, oder? Hey, das ist gut, dass wir nicht Guppy sind. Ich mag Guppy nicht. Aber wie sind die anderen denn gestorben? Guck mal, ich brauch gar nichts machen. Ich brauch gar nichts machen. Guck, ach du Scheiße. Warte mal, wenn Bob explodiert, dann teilt er sich auch auf, oder was? Weil wir haben ja diese Sad Bombs. Oh, warte mal, hier Bob. Schlag mal zu, Bob, da. Komm, flieg, Bob, flieg. Na gut, ich glaube, das kriegen wir nicht. Es könnte im Bosskampf aber sehr witzig sein. So, ich glaube, wir werden auch Megasatan schön den Arsch versohlen. Ja, wir hatten einen kleinen Gamebreak in der letzten Folge. Der ging sehr lang, deswegen haben wir jetzt nicht wundern, dass wir mittendrin anfangen. Schaut euch einfach die letzte Folge an. Und dann ist alles super. Okay, wir haben auf jeden Fall auch Stompy und sind aber schnell. Das sind gute Voraussetzungen. Oh, ein HP-Upgrade. Jopp, das nehmen wir mit. Doch, wo ist dieser Polyphemus? Holy moly, sind das crazy Tränen. Mir gefallen sie. Richtig. Bouncy Sensen. Bouncy, bouncy, bouncy. Ja, finde ich super, finde ich super. Keine Ahnung. Sind zwar nicht so riesig, aber, ne? Die Technik ist das, was zählt, ne? Würde ich sagen. So. Ansonsten, ja, Curved Horn müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, damit es noch ein bisschen größer wirkt, alles. Genau. So. Curved Horn ist sowas wie. Ich wollte gerade sagen, die Teamrasur wollte es aber dann nicht sagen. Jetzt habe ich es aber trotzdem gesagt. Weißt du, damit es größer wird. Gott. So, Rotten Baby haben wir. Wir sind in Bomb 1, oder was? Oh, Utero 1. Das heißt, wir kriegen gleich noch einen Level-Deal. Sexy, sexy, sexy. Das ist ja krass. Und die gehen auch noch durch die Gegner durch, ne? Dann fliegen die hin und her, hin und her. So. Schön, schön, schön.
Alles kaputt machen hier. Wir schießen auch noch andere Tränen. Wo kommen die denn her, Mann? Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Tränen herkommen. Ich weiß nur, dass ich sehen will, wie Bob explodiert zu Sad Bombs. Ach so, die Sensen spalten sich. Genau, die Sensen spalten sich zu Tränen. So war das. Ja, ja, ja. The Stars. I don't know. I don't think I need this. So. Na, wo ist Bobby? Bobby. Bobby hat keine Zeit zu treffen. Wie gesagt, beim Bosskampf vielleicht. Wenn er es überhaupt überlebt. Flat Penny. Nee, wir haben genug Schlüssel, Mann. Wir haben genug Schlüssel, Mann. Boom, da sind die Sad Bob. Guck dich das mal an. Bams. Ja. Das ist mein Bob. Das ist mein Bob, so wie ich ihn kenne. So. Schlüssel, I don't need a shit, man. Weiter. So, dann hätten wir eigentlich mal auf dem YouTube-Kanal auch so einen kleinen Game Break mit einem kleinen Fail, aber hey, was habt ihr erwartet? Was habt ihr erwartet? Ich war auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil wir voll die scheiß Items bekommen haben. Und ich war auch ein bisschen unter Zeitdruck, weißt du? Ich hatte mittendrin das Gefühl, oh oh, die wollen, dass ich mich bewege. Und deswegen will ich das jetzt schneiden und so. Komm, Bob. Flieg, Bob. Ah, Bob trifft sie nicht. Warum trifft sie Bob nicht? So, was haben wir hier? Jetzt kommt der Krampus. Ah. Ich dachte, den hätten wir schon hinter uns. Naja, gut. Kaputt machen und ich würde sagen, let's go! Wir werden Mega-Satan sowas von den Arsch versohlen. Sowas von den Arsch versohlen. Das glaubt ihr gar nicht. So, gehen wir hier rein. Und was gibt's hier? Ah, leider nur dich. Ich hätte gerne den Teufel auch noch. Den Teufelsbettler da. Aber gut, lass uns nach oben gehen. Ich würde gern in den Zacki-Zacki-Raum rein. Wusch. Alles putt machen, alles putt machen. Speed up. Nice, was haben wir hier? Ah, ich kann es nicht vorher war. Setzen wir ein. Hey, brauchen wir gar nicht mehr. Weil wir die Brille gefunden haben, ne? So. Ja, interessant. Einfach durch da. Und... guck dir das mal an, ich sollte mehr mit den Bomben arbeiten, oder? Holy moly, Macaroni. I found Pills. Super, super, dass du Pillen gefunden hast. Interessiert kein Mensch. So. Auf jeden Fall ein komisches Bild. Ich hätte gerne mehr Bob's Brain gehabt. Aber Bob's Brain und Sad Bombs sind anscheinend sehr gut, wenn man gute Tränen hat. Na gut, wenn man gute Trainer hat, braucht man auch keinen Bob, ehrlich gesagt. Und guck mal, wie die rumfliegen. Holy moly. So. Okay. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bin ich denn überhaupt zu sehen? Ja, ich bin zu sehen. Super. Eine Münze. Süß. Oh, uns fehlt eine Münze. Hätte ich aufheben müssen? Nein. Das fällt ja ein, Holly, es nicht aufgehoben zu haben. So, leider nichts. Und da kommt die Welle. So, eine Münze. So, wir kriegen auch gar keinen Schaden durch diese Dinger irgendwie. Wir sind ja auch noch unsterblich, ne? Es kommt noch. Ach ja, stimmt ja, weil wir das Herz haben hinter uns. Stimmt ja, wir kriegen ja keinen Schaden. So. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Haben wir immer noch nicht das Katzenschwänzchen gehabt? Wir haben nicht das Katzenschwänzchen gehabt, ne? Ah, bitter. Bitter. Oh, was? Wie hat er das geschafft? Mich zu erwischen? So. Oder habe ich mich selber erwischt mit Bob und ich habe es nicht gesehen? Ich wahrscheinlich, ja. So. Dankeschön. So, weiter. Eigentlich kämpfe ich nur noch für Mega-Satan. Und ich würde gerne da rein. Öffnet er mir das? Yes, nice. Ich tue es einfach. Ich tue es einfach. Und da ist das Bällebad. Nice. So, danke schön. Wusch, 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 wusch. So. Okay, einen kleinen Gamebreak zwischendurch. Ey. Das fand ich sehr gut. Whoop. Oh, Twitter lädt bei mir gar nicht. Ich habe jetzt irgendwie gestartet zum Laden. Dachte ich, ja, geht nicht. Gut, nimmst du jetzt mal Isaac weiter auf. Es bewegt sich einfach nicht. Explosive Diarrhea einsetzen. Help-up einsetzen. Ach, braucht kein Mensch. So. Danke schon.
Haben wir nicht Möglichkeit zu gucken, wo andere Geheimraum ist? Irgendwie nicht. So, lassen wir mal eben ganz kurz eine Bombe setzen. Und... One-Shot war das, ein One-Shot. Was haben wir mitgenommen? Wir haben das Polaroid mitgenommen, ne? Ich hoffe, wir haben das Polaroid mitgenommen. Sag mir bitte, wir haben das Polaroid mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir mitgenommen haben. Doch, das Polaroid. Doch, müssten wir eigentlich. Ja, ja, ja. Oder? Ach, meine Haare sehen wieder aus, als wie so ein Ludwig. Die sitzen wie ein Ludwig. Ne? Versteht ihr? Ah. Die sind irgendwie so... So, jetzt... Nein. Scheiße, ich hasse meine Haare. Okay. Wie keine Items, Mann. Komm schon, hau die Items raus. Wir wollen die Items sehen, wir wollen die Items sehen. Oh, Moment. Bällebad, 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 Bällebad. Bam. Wir haben auch noch Homing-Bombs, ne? Lass uns nur noch mit Bombs kämpfen. Macht viel mehr Spaß hier. Und flieg. Und flieg. Und flieg. Ich liebe es. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Da ist einer. So. Okay, hier haben wir vielleicht zum Devil Deal gibt. Nein, okay. Lockup haben wir hier. Nochmal Lockup. Okay, gut. So. Gehen wir nochmal nach unten. Wir checken jetzt alles ab, ey. Ah, sehr schön. Darauf habe ich gehofft. Darauf habe ich gehofft. Hero Friend. Super. Brauche ich nicht. Sag mal her. Was hast du da unten für uns? Was soll ich denn damit? So. Oh, Mr. Mega. Jetzt sind wir noch größer, oder was? Yes, Baby. Oh, wir werden Megasatan nur noch mit Bomben töten. Lass uns mal die Bomben aufsparen. Nur noch mit Bomben kämpfen dann gegen Megasatan. Das wird so lustig. Das wird so lustig. Ich habe genommen, aber ich setze auch was. Haha. Kann mir die Spirale des Todes. Ach du Scheiße. Habt ihr den Gegner gesehen? Ich nicht. Ich liebe es. Ich liebe es. Sehr schön. Ja. Au. Egal. Tat nicht weh. So. Bäuerchen. Wo kommen die ganzen roten Herzen hier eigentlich? Versuch's erst gar nicht wegzufliegen. Versuch's erst gar nicht. So, heute Abend kommt auch der Versus Run gegen den Zuschauer. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich kann euch so viel verraten, dass ihr sehr aufgeregt war. Aber ist ja verständlich, ne? Ist sehr verständlich. Aber war wieder ein sehr spannender Run. Das kann ich auch wieder sagen. Und ob ich geschlagen bin oder nicht, das weiß ich nicht. Aber naja, ich gönn's auf jeden Fall den Leuten, die gegen mich gewinnen. So, okay, weiter geht's. Ja, damit, danke. Oh, du willst Geld von mir? Gut, kriegst du. So. Bounce, 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 bounce. Na komm schon, gib mir was. Na? Nicht das, was ich mir vorstelle, mein Guter. Komm schon. Gib mir endlich was, Mann. Ah. Willst du das hier in die Luft sprengen oder was? Oder was soll mir die Karte sagen? Feigling. So, komm, komm, bitte jetzt. Mann, muss ich das jetzt auch vorspulen oder was? Oh, man. Wegen Lackup wahrscheinlich, ne? Ah, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Na, endlich, Breakfast. Oh, das heißt, wir haben alle Items durch, oder was? Nein, wir müssen noch Polyphemus und so bekommen. Ich kann mich nicht an Polyphemus erinnern. Oh, meine Tränen sehen auch nicht nach Polyphemus aus. So, warte mal. Die Bombe setzen. Crazy Shizzle. Okay. Und weiter geht's. Zack. Megasatan treten wir gleich in den Arsch. Wir werden aber auch zuerst mal den Blue Baby auch in den Arsch treten. So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, Burning Dinger. Nee, Fliegen, auf Fliegen habe ich echt keinen Bock, Mann. Wo kommen die Fliegen hier eigentlich? Oh. So, kann ich jetzt durchrasen, ganz einfach. So. Das ist auch der richtige Weg zum Boss. Auf dem Rückweg holen wir uns die Bombe. Ah, wir haben schon 99 wieder. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Die Türen öffnet es auch, okay. Gut, 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 cool, cool. So. Bin ich überhaupt zu hören? Hallo, hallo? Ja.
Das ist ja süß. Zwei kleine Geister. Ne, das brauche ich nicht. Komm schon her. Komm, one-shotten wir wieder unseren Kollegen. Und... Boom! Und jetzt Mega-Satan. Let's go! Let's do this shit mit 99 Bomben. And that's how I like it. Oh, nochmal Mr. Mega. Was heißt das jetzt? So, und lass uns das mal durchziehen. Komm! Empress! Alter, das bin ich! So, warte, schnell, schnell, schnell nach oben, Bombe platzieren. So. So. Über Bomben legen. Aber versuchen, mich nicht selber in die Luft zu jagen, vielleicht. Das wäre eine Idee. Bouncy, bouncy, bouncy. Was für ein Massaker. Was für ein Massaker. Komm, legen wir ein paar Bomben. Und bye bye, würde ich sagen. Und das war ein sehr OP-iger Run. Aufnahme stoppen, ich habe aufgenommen, ne? Sehr schön. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde versuchen, alles zusammenzuschneiden und ein bisschen zu beschleunigen. Deshalb habt ihr ja gesehen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ein sehr interessanter Run. Und bis zum nächsten Mal. Ein Heidi.